Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Planet Coaster. Beim letzten Mal haben wir die Aufnahme beendet, weil mit einmal wieder der Coder rumgespannt hat. Jetzt habe ich ein bisschen rumgetestet nochmal, deswegen hier Aufnahmetest. Und durch Achterbahnfahren hat man das ja gemerkt, dass sein Coder angefangen hat rumzuspinnen. Habe ich das also dementsprechend auch getestet und jetzt geht das wieder. Also sollte eigentlich gut laufen jetzt. So, beim letzten Mal hatten wir die Achterbahn gemacht. Da wo beim Fahren das dann so angefangen hat zu laggen. Wir können ja nochmal damit fahren. Schwupp, rein da. Fahren wir nochmal ein Neunchen mit. Schön in die Mitte. Und schauen wir mal. Ich achte dabei nebenbei ein bisschen auf OBS. Ob da der Encoder noch ein bisschen rumspinnt. Aber es sollte eigentlich alles laufen jetzt. Schauen wir mal. Klack, 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 klack. Ich glaube, das Ding fährt so ungefähr anderthalb Minuten. Mit hochziehen und so. Oder noch länger. Ich habe es noch gar nicht getestet. Wie gesagt, hier oben finden wir normalerweise eine Anzeige. Geschwindigkeit, am besten noch die Fahrzeit. Die Gehkräfte und die Flugkräfte. Kommt vielleicht noch alles. Und was man eigentlich nochmal einstellen sollte können ist, obwohl das ja eh die Alpha gerade erst ist, und zwar die Grafik nochmal ordentlich. Dass man ein paar Einstellungen mehr hat. Wegen Schatten, wegen der Helligkeit. Wegen generell wegen dem Licht, weil wenn die Sonne scheint, ist das extrem ein bisschen. Aber mal schauen. Und los geht's. Das fing ja immer an, wenn du Looping gefahren bist und dann die ganzen Schrauben und so gemacht hast. Dann hat dein Coder sich gemeldet. Aber momentan läuft alles noch stabil. Ja. Hey, ich würde mal sagen, das läuft jetzt. Und zack. Am Ziel. Mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Was ich noch mal kurz machen wollte. Wie viel mache ich natürlich extra und safe wieder? 11. Ich wollte noch mal einen anderen Park rein kurz was schauen. Das war der nicht. Was seiner? Oder seiner? Ich glaube seiner war das. Wie gesagt, mal ganz kurz was schauen. Ne, der Park war das nicht. Aber wie klein die Parks aus sind. Man könnte eigentlich weiterbauen, aber nö. Aus hier. Welcher war denn das? Was hat er? Ja, das mit diesem Riesenmonster. Was ist das da eigentlich? Coming soon. Das ist so richtig mit Höhle und so, ne? Mit Wasser. Was aber noch kommen wird dann. Oder war das sogar der Park? Guck mir mal kurz. Ja, ja. La 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 la. The fuck? Sieht aus. Ein richtiger Piraten-Freizeitpark. Da müssen wir ein bisschen mehr noch machen können.
Ist die? Die ist, ne, ist genauso lang. Das müsste man echt vergrößern können eigentlich. Coming soon. Da geht's noch nicht weiter. Aber kann man abreißen, das Schild? Okay. Gut. Dip, 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 dip. Ich wollte nochmal kurz hier rein. Und zwar mir mal das Monster anschauen. Das ist schon krass. Vor allem hier die Lampen. Da. Was ist da im Auge drin eigentlich? So ein Stein. Das ist halt, wenn Building geht, Terrain-Building, kannst du sowas nämlich echt bauen damit. Aber krieg das mal erstmal hin. Also ich würde das nicht schaffen. Ich glaube, da würde ich Stunden drin hängen. Fuck. Arden. Dip, 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 dip. Mal Tag machen. Dip, 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 dip. Ja, das ist schon ganz gut. Hier stellen sie auch gut welche an. Was ist denn bei der Achterbahn? Die war hier. Jo, die Schlangen werden auch immer länger. Das ist gut. Morgens um 5 hat der immer wieder auf. Es wird Tag. Schalten wir schon mal auf langsam. So, was wollen wir denn als nächstes bauen? Hier haben wir für die Kinder. Das Ding. Eigentlich könnte ich richtig eigene Bereiche bauen. Das Problem ist, wir haben kaum noch Platz. Nachdem ich das Riesending gebaut habe. Lalalala. Und schauen wir mal wieder. Da soll auch zum nächsten Update kommen, dass sie dann tanzen und alles. Das dauert ja halt noch. Noch 8 Tage. Boah, so lange noch. So, dann wollen wir mal gucken. Können wir denn noch so bauen? Können das Ding bauen? Können das Ding nehmen? Können den Roktopus nehmen? Magic Travel? Die Dinger sehen aus. Manche zumindest. 360 Power. Okay. Wäre ja was, ne? Sagen. Den können wir hier hinsetzen. So. Der Eingang. Den machen wir einfach mal hier hin. Ausgang setzen wir hier. Da wo es geht. Da. Okay. Einmal kurz den Weg setzen. Dann setzen wir das Teil. So, setzen wir da hin. Muss man mal wieder anmachen. Es ist immer wieder aus, wenn man neu gestartet hat. War komisch. Und das ist auch nervig, dass er mal zurückspringt. Zack. Nee. Muss ich ja mal so machen, toll. Den kann ich auch so machen wieder. Dann müsste ich wieder umstellen. Nee, dann baue ich lieber so. Geht schneller. Als ganze Zeit umzustellen. Ich müsste auch Bäume und so noch pflanzen. Generell einiges noch machen. Dip, 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 dip
Machen wir mal so. Zack. Zack, da war eben die Achterbahn. Die hier über lang fährt. Bin ja mal gespannt, wann das rankommt, dass, wenn, ob irgendwie sie sich freuen und so alles. Können wir schon mal aufmachen. Machen wir den Ausgang hier lang. Zack. Obwohl. Nee. Das Löschen ist noch so ein bisschen umständlich irgendwie. Wenn du nicht richtig rauf drückst. Zack. Dann nicht. Dann halt so. Weil das Ding voll im Weg ist. Schief ist es auch. Ah, voll schief. Guck mal, da kommt der erste. Schauen wir mal. Das ist genauso kacke gerade. Dip, 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 dip. Einer erst. Na gut. Bisschen schief geworden, aber naja. Was soll's. Wir gehen da raus und dann gehen die zur nächsten Attraktion hin. Wieso nicht? So. Nimmt das hier alles. Dat. So ist das. Das ist viel zu klein. Okay. Können das da hinsetzen? So. Okay, wir müssten mal einig Licht machen, dann kann man die Dinger setzen. So. So. Nein. Nicht daran, dahin. Glock, blö, Glock. Was das für Geräusche immer macht. Hier noch welche hin. Da war gerade die Achterbahn. Aus den Schatten gesehen. Dahin. 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 Können wir die da mitten reinsetzen? Ja, kann man. Mal ein bisschen so abwechselnd. Dass mein Licht ganz gut passt. Dieses Geräusch. So. Aber übertreiben mit dem Licht kann man ja auch. Das passt schon. Jetzt müsste es halt nur dunkel werden, ne? Blur. Dip. Das ist halt dieses komische, dass da kein Raster dafür gibt's. Dahin. Erstmal alles voll fackeln. Oh Mann, ey. Bisschen viel, oder? Plop. 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 Wow, wie viel muss ich denn da setzen? Meine Güte, ey. Das ist voll hier. Und dip 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 dip
Brauchen wir nicht gleich sein. So. Okay. Hier kann man noch welche setzen. Vor allem leuchten die auch noch, wenn das nicht, wenn das hell ist. Müsste auch nochmal geändert werden. Stopp, stopp, stopp. Weiß auch nicht, warum ich die überall hinsetze. Lalalalalalala. Normalerweise müsste ich auch erstmal Biddings schauen, dass ich sowas setze. Drück mal den falschen Knopf. Ja, aber erstmal muss ich natürlich arbeiten. Dass es auch passt. Hier müssen wir halt so. Klack. 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 Dass es da drin sitzt. Ist er? Jetzt ist die Fackel da im Weg. Wenn ich Stackbar ausmache, dann hängt, glaube ich, die Fackel da drin, ne? Obwohl, nö. Das passt. Da habe ich das Problem gemacht. Bin ein bisschen dämlich gemacht. Hallo? Na gut. Könnt. Würde ich alles einmal so bewegen, na lecker. Boah, leck das. Eigentlich wäre das schön, wenn du die nochmal einzeln bewegen könntest. Das ist halt das Problem, ist das kein Weg dran. Was ist, wenn ich einen Weg dran machen will? Klappt gar nicht, ne? Ach doch, cool. Ja, gut. Ah, schön. Da ging einer ran. Kann sein, dass ich das trotzdem nochmal abreißen muss. Tja, hier geht das schon zum Beispiel nicht. Ich glaube, da ist auch die Fackel im Weg. Zack. Zack. Ja. Es geht so nicht, scheiße. Ich müsste das hier nochmal komplett alles abreißen. Und die ganzen Teile einzeln setzen. Dass ich die auch einzeln bewegen kann. Und zum Beispiel das hier ist scheiße. Tschüss. Wey, da ist ja jetzt eine Menge weg. Und wenn ich halt so mache, Geschäfte habe ich also wechselnd gemacht. Das sitzt dann da dran. Das geht noch. War ein zweiter runter. Woodshop. Da haben wir gedreht gehabt. Die Frage ist halt mit den Walls. Das würde funktionieren so, ja. Okay. Ups, den wollte ich da gar nicht hinsetzen.
Hotdog. Nochmal drehen, bitte. Ich drücke mal falsch. Und. Ja gut, da passt das dann auch wieder. Genau auf die Linie. Okay. Was dann hier? Nochmal drehen. Passt. Passt. Okay. Die Frage ist, wie soll ich das dahinter dann noch so machen?